Hallo liebe Freunde, groß und klein, es ist mal wieder Grafustime. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hearthstone Beta. Ja, bis jetzt hat man eigentlich eine gute Glückssträhne. Ich hoffe, sie ist noch nicht vorbei. Denn ich will noch ein paar Mal gewinnen. Wir sind inzwischen Rang 21, haben auch wieder 2 Sterne. Das heißt, sollten wir nochmal gewinnen, haben wir schon den nächsten Rang wieder. Und Schamane ist auch noch nicht 20. Also spielen wir den jetzt noch weiter, bis er 20 ist. Und dann gehen wir ein bisschen an Jäger an. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Puh. Ja, legendäre Spieler werden es immer mehr. Also keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag die Leute hier spielen. Thrall gegen Malfurion! Malfurion! Eure Zeit ist gekommen! Ja, zur Info, das ist jetzt. Ja, Gefecht Nummer 5, die letzten 4 alle verloren. Aber so erbärmlich verloren, dass ich nicht einmal eine Chance habe. Ja, so wie wir vorhin letztens die Glückssträhne hatten mit den Siegen, habe ich jetzt das Pech mit dem Verlieren. Ich würde sagen, die behalte ich mehr. Ja, inzwischen ist mein Schamane halt auch schon 20 geworden. Eine Quest habe ich jetzt auch schon abgeschlossen. Ja, ich will aber trotzdem da dieses Spiel machen. Ich will hier einfach gewinnen. Das kann doch nicht so schwer sein, dass ich hier jetzt nochmal mit den Schamanen gewinne. Wobei das letzte Gefecht sogar besser aussah. Bis zur ersten Hälfte vom Gefecht war ich klar überlegen. Und dann bekommt er solche kranken Karten rein. Ja, jetzt bekomme ich ihn wieder. Oh, die letzten 3 hätte ich ihn brauchen können. Er war da natürlich nicht da. Was ihr wolle. So, jetzt spiele ich die gleiche Karte aus. Mein Freund. Okay, dann greift er das an. Gut. Das Dingo! Ja! Spiel mal einfach mal die hier. Die hat 5 Leben. Da kommt er jetzt nicht so schnell vorbei. Das Dingo! Ja! Boah, der macht mal alles nach. Was soll das? So, jetzt könnte ich den natürlich noch mal hochheilen. Dann hat meiner wieder 5 Leben. Das mache ich natürlich auch. Alternativ hätte ich ihm auch Spott geben können, aber mir ist lieber, wenn der wieder 5 Leben hat. Naja. Das ist meiner Rubin. Oh, kaputt. Schade. Na los, greif an da. Ja, ja, überleg nur. Ich frage mich, ob. Was fragst du dich denn, hm? Geht hinter mir in Deckung. Ach Gott, noch eine Sportkarte. Juhu, Sportkarte. Och, irgendwie bekommen wir die zweite gleichen Karten, hm? Das fällt jetzt schon auf.
Für zwei feindlichen, drei Schaden. Ich frage mich, ob. Okay. Ja, jetzt opfer ich lieber dich hier. So. Ich glaube, wenigstens meine Spottkarte erhalten. Auch wenn ich jetzt einen Zauberschaden opfern musste. Was hat er hier? 5 Schaden. Oh. Okay. Wenigstens hat ihm das gleich sein ganzes Mana gekostet. Frostschock. Okay. Ach gut, ich hätte einen Frostschock auch wirken können, aber sowas hebe ich mal lieber auf. Die Tore sind geöffnet. Eine Spottkarte. Okay, die Klaue macht er. Soll ich über den hier spielen? Gut, der hat mehr Leben, der gefällt mir mehr. Sehr gut. Und dann noch das und das. Und dann ist er wieder weg. Gut gespielt. Danke, danke. Das Problem ist, dass solche Kombis immer so viel Karten kosten. Jetzt habe ich wieder nur 2 unten. Das ist halt dann immer schade. Muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen Schaden draufbringe. Jetzt kämpfen wir hier eigentlich eh schon lange rum, aber uns selber haben wir noch nicht so oft angegriffen. Noch eine Spottkarte. Toll. Wenn man sie braucht, kommt es nicht daher. Jetzt könnte ich gleich beide Spottkarten ausspielen. Man werden immerhin auch Diener, was Schaden machen können. Dürfte normal nicht irgendwie was haben, wo ihr da alle ausschaltet, oder? Dann könnte ich wenigstens einigermaßen gut Schaden drauf kriegen. Ach, was soll's. Ja, so kann ich jetzt 6, 11 Schaden könnte ich machen. Falls man keinen ausschaltet. Ja, ich hätte mir auch keinen aufheben, bloß Totem spielen, aber ja. Dann bekomme ich wieder irgendein Totem her, das nicht angreifen kann. Was soll's. 2-1 Risiko, oder? Hat er immer gesagt, Duck Min Duck. Falls ihr das noch kennt oder überhaupt geschaut habt oder ja, sonst was. Okay. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Jetzt kann ich nochmal 2 Geisterwölfe mit Spott herbeirufen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich übernehme das. Hat jetzt noch was Platz hier? Jawohl. Raffel 5 Sportkarten. So viele hatte ich auch noch nie stehen. Jetzt sage ich echt nicht mehr. Ja, aber ich kann gut schaden. 11, 12, 13, 14, 15 Schaden könnte ich draufhauen. Ah, okay. Er macht sich jetzt auch 2 Sportkarten. Ist ja immerhin sein gutes Recht, oder? Oh, er heilt sich. Okay. Überlegt er, wie es am besten macht, dass er am besten aufsteigt. Hm.
was tun. Okay. Macht gar nicht mehr. Ja, zwei Leben hat er jetzt noch. Was soll das? Zack. Und dann werde ich aber besten den Bär und den Wolf opfern. Dann hat er noch 6 Leben später. Sehr gut. Wisst ihr was? Jetzt haben wir die auch noch raus. Bekommen die Totems nochmal 2 Leben mehr. So. Ja, jetzt kann ich leider nur mal mit 2 Karten Schaden machen. Okay, den Raptor. Hat er da? Was hast du da noch? Oh, ein ziemlich langes Gefecht jetzt schon. Vielleicht ein Diener 4 Angriff oder plus 4 Leben. Aha, er nimmt das Leben. Oh, nochmal die. Eieiei, jetzt ist er schon wieder voll. 6 Leben hat er jetzt wieder. Den da haben wir bekommen. Okay, dann muss ich jetzt eher mit dem ran, weil sonst komme ich hier nicht vorbei. Es bleibt nur ein Häufchen Asche. So, Totem machen wir auch noch. Jetzt habe ich alle 4 Totems stehen. Oh, das heißt, ich kann keine Totems mehr rufen. So. Einen leeren Mana-Kristall. Gut, das bringt mir gar nichts. Hätte er schon früher benutzen müssen. Gut, hat er wahrscheinlich nicht gehabt da. Kampf. Oh, geile Sache, oder? Alle Diener bekommen jetzt 3 Angriff. Gut gespielt. Und hin ist er. Boah. Was für ein geiles Glück hatte ich da gerade eben. Einfach traumhaft. Ah, ab 20 braucht man jetzt schon 3 Sterne. Puh. Wie fandet ihr das Gefecht jetzt, oder? Ehrlich gesagt, boah. Hat er jetzt echt Glück? Hätte gedacht, dass er irgendwie noch was in der Hinterhand haben wird und dann doch noch das Gefecht rumdreht, aber nicht schlecht. Ja, wie ihr seht, schon weit in 20 drin. Nächstes Mal spielen wir dann den Jäger. Habe ich ja versprochen, sobald der 20 ist, bringen wir den Jäger auf 20. Da finde ich auch noch 5 Level. Ja. Und was wir jetzt noch schnell machen. Wir haben ja wieder 100 Gold. Wir holen uns noch schnell Karten. Vielleicht ist ja was Gutes für den Jäger oder ob Jäger oder Schamanen dabei. Schauen wir mal. Selten. Selten. Schamane. Gewittersturm. Nochmal. Okay, kann ich es zweimal ins Deck aufnehmen. So. Kampfschrei. Ruft einen knappen 2-2 herbei. Geht für alle Klassen. Auch nicht schlecht. Setzt den Angriff eines Dieners auf einen Wert, der seinem Leben entspricht. Aha, boah, kostet nur 1. Da kann man echt Böses damit anstellen. Morgenspitzel, Verstohlenheit. Oh, kostet nur 1, macht aber 2 Angriff. Okay, überlege ich mir, ob ich die vielleicht ins Schamanendeck einbaue. Lichtbrut, der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Ah, okay, dann hat das ist eigentlich eine 5-5 Karte dann von Anfang an. Auch nicht schlecht. 4. Mana, okay. Ja, eigentlich geile Teile bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, Kommentar, Daumen nach oben da lassen würdet. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos, favorisiert sie. Wie gesagt, all das hilft mir. Eh schon oft genug durchgekaut.
Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Schaltet das nächste Mal auch bitte wieder ein. Ja, dann sage ich nur mehr: Ciao, macht's gut, euer Graphos.